Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FC Bayern München Karriere hier in FIFA 22 und zum Beginn der letzten Saison mit den Bayern. In der letzten Folge haben wir es geschafft, wir haben das Triple geholt mit einem unfassbaren Team und in einem unfassbaren Finale. Also wer das verpasst hat, der muss das sich nochmal reinziehen. Das war das krasseste Finale, was ich glaube ich jemals in FIFA hatte. Und jetzt geht es rein in eine letzte Saison vor dem Start von FIFA 23. Das werden glaube ich 4 sehr lange Folgen werden. Denn ja, der Release ist plötzlich am heutigen Aufnahmetag nur noch 10 Tage entfernt. Und ich weiß nicht, wie wir noch eine ganze Saison hier spielen sollen, aber ich will's unbedingt. Denn in dieser letzten Saison werden nochmal viele Transfers geschehen. Denn es ist die letzte Möglichkeit, einige großartige Spieler, die hier in der Karriere, die durch die Karriere hervorgebracht werden, zu spielen, weil es einfach mittlerweile größtenteils erstellte Spieler sind. Und deshalb werden wir nochmal einiges tun. Zum einen werde ich all unsere großartigen Talente, die wir jetzt mittlerweile hier hervorgebracht haben, auf die Transferliste setzen, die wir halt nicht in den Kader integriert haben, weil ich möchte die jetzt einfach nochmal bei anderen Teams sehen. Ich würde das extrem gerne sehen, dass die irgendwo nochmal Fuß fassen in diesem letzten Jahr und so viele wie es geht, möchte ich eben verkaufen, sodass wir die vielleicht irgendwo nochmal gegen die spielen. Das wäre, wie ich finde, extrem, extrem cool. Damit ist unsere Abgangsliste schon extrem voll. Nian Su, der wechselt jetzt schon ablösefrei nach Frankreich und ihr seht es, extrem viele Spieler sind drauf und noch ein Spieler auch auf der Leihliste mit Mancini. Müller ist jetzt schon verliehen. Also das mache ich natürlich nur, weil wir jetzt eben die letzte Saison haben und ich fände es einfach cool, vielleicht gegen den Texera in der Bundesliga oder einen Emil Scholz irgendwann nochmal zu spielen und es ist halt die letzte Möglichkeit. Bei diesen Spielern wird es allerdings nicht bleiben, denn ich werde vor allem viele Spieler, die wir erst vor 2 Jahren geholt haben, wieder auf die Transferliste setzen. Beginnen tun wir bei Borna Sosa. Wir machen weiter, auch wenn es mir schwer fällt, bei Jurrien Timber. Ebenso auf die Transferliste kommt Niklas Dorsch und auch, das ist jetzt wahrscheinlich etwas überraschend, unser Achter Nummer 1, Aurier Tchouaméni. Und ich werde es tatsächlich tun, ich werde auch ein Riesentalent abgeben und zwar Marlon Jansen, weil ich mir das einfach nicht geben kann, wie der bei uns hier auf der Bank verrottet. So muss man einfach ausdrücken. Aber keine Sorge, es werden coole Spieler kommen, das kann ich versichern, das kann ich versichern. Ich habe einiges vor. Innenverteidiger sollen 2 kommen, 2 gleich, und zwar 2 Deutsche. Jens Albrecht als eher Backup-Spieler und Talent für die Zukunft. Und auf jeden Fall als neuer Innenverteidiger Nummer 1 vielleicht, Julian Schwarz. Riesentalent, der muss kommen und den will ich ja seit Jahren haben. Auch einen neuen Sechser möchte ich holen, um das Erbe von Kimmich anzutreten. Der hat jetzt nämlich nur noch eine 86, ist glaube ich 34 mittlerweile. Xabir Lopez, der neue Sechser, der kommen soll. Und auch Tchouaméni habe ich nicht einfach so auf die Transferliste gesetzt. Nein, auch dort haben wir einen Ersatzmann, der absolut geil ist, und zwar Elias Meier, aka Toni Kroos Region, und genau wegen solchen Spielern mache ich das eben, weil es die letzte Möglichkeit ist, die hier zu den Bayern zu holen. Und auch ein Spieler für die Offensive soll noch kommen, sogar 2, und zwar einmal der Belgier, Kylian Kolat. Ich weiß nicht genau, von wem der Region ist, wahrscheinlich Dries Mertens, aber ich finde den einfach extrem cool. Und als Stürmer will ich unbedingt noch haben den Kroaten, den ich auch schon lange auf der Liste habe. Er wird ja das Talent sein, was wir so ein bisschen entwickeln wollen, und zwar der gute alte, wo ist er? Hier, Barišić, der soll kommen als sozusagen neuer Ivica Olic, neuer Mandzukic. Also ihr merkt es gibt viel zu tun, aber ich habe richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf, nochmal die nächste neue Generation hier bei Bayern zu starten. Wie gesagt, die letzte neue Generation dann eben. Wir holen vom Europameister, wir werden viel Geld ausgeben, aber auch viel einnehmen. Julian Schwarz, der wurde mit Monaco jetzt Europameister. Vorher hatte er bei Arsenal gespielt, konnte sich dort wohl nicht zu 100% durchsetzen. Deshalb der Weg nach Frankreich und jetzt halt zu den Bayern. 75 Millionen, das nimmt Monaco an. Ja, das bin ich auf jeden Fall bereit für ihn zu bezahlen. Im letzten Jahr haben wir schon einen Innenverteidiger für 135 Millionen geholt. Jetzt also 75 Millionen, fast schon ein Schnapper dagegen im Vergleich zu dem Deal mit De Ligt. Freigabesumme auf keinen Fall. Ey, ich freue mich so sehr auf ihn. Und eine Sache, die sehr, sehr cool ist, er trägt die Rückennummer 15 bei Monaco und die wird er auch bei uns bekommen.
auf Mats Hummels angelehnt, würde ich mal behaupten. Wobei ich sogar glaube, dass Mats bei Bayern damals die 5 getragen hat, bin mir aber ehrlich gesagt gar nicht sicher, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber bei Dortmund ja immer die 15 und ja, ich glaube halt, es ist ein Region. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es der Hummels Region ist, ich würde es aber mal stark vermuten. Für 75 Millionen wechselt auf jeden Fall jetzt Julian Schwarz zum FC Bayern München und ja, geil. Einfach ein geiler Spieler, 23 Jahre jung. Ich freue mich extrem auf den. Bevor wir übrigens weitermachen mit Transfertätigkeiten, ein kurzer Funfact. Auch ein guter Zeitpunkt dafür. Es stand nämlich in den Kommentaren, ich soll mal gucken, was so ein paar Ex-Spieler machen. Und wenn ich... Ja, genau. Wir haben im letzten Jahr Stadler verkauft. Und im Jahr davor oder so haben wir schon Justin Che verkauft. Und beide sind bei Troyes, keine Ahnung, wie man die ausspricht, gelandet. Hier Raphael Stadler und hier eben Justin Che. Finde ich absolut lustig. Und wir gucken mal jetzt noch nach ein paar weiteren Ex-Spielern. Beispielsweise Serge Gnabry, den haben wir zu Inter verkauft und ist mittlerweile vereinslos. Auch wild. Auch sehr, sehr wild. Sané, der dürfte immer noch bei Liverpool spielen. So sieht es aus. Hat mit denen ja vor einem Jahr die Champions League gewonnen. Goretzka spielt wahrscheinlich noch bei PSG, gegen den haben wir erst letztens gespielt. Und dann will ich noch Kingsley Coman nachgucken. Wenn ihr weitere Spieler habt, die ich nachschauen soll, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Das ist der falsche Coman. Denn ja, das werde ich jetzt nochmal über die letzten paar Folgen einstreuen. Heute werde ich es drauf auf ein paar beschränken. Der spielt immer noch bei Chelsea. Denn ja, wir wollen hier heute natürlich vor allem die Transfers sehen und in die Saison reinstarten. Federico Chiesa, den haben wir ja von Juve gekauft, zu Juve verkauft und der spielt ja immer noch. Nach dem ersten Neuzugang würde ich jetzt aber erstmal gerne ein paar Abgänge auch verzeichnen können. Wir werden die Scouts auf jeden Fall gleich nochmal losschicken und zwar, ich glaube, in die drei Classic-Länder sozusagen, mit denen wir begonnen haben. Und zwar einmal Deutschland, dann Österreich und dann werden wir nochmal in die USA gehen. Es ist fast schon egal, was hierbei rumkommt. Aber ja, die Jugendarbeit gehörte immer in dieser Karriere dazu. War sehr, sehr interessant immer wieder mit der Jugendarbeit hier. Und deshalb, ja, soll sie auch in der letzten Saison noch Platz finden. Ich will jetzt auch nochmal nachgucken, wo Wirtz spielt. Ist auch vereinslos. Hilfe! Florian Wirtz ist vereinslos. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Flo Wirtz hatten wir damals zu City verkauft. Und im Newsbeitrag stand damals, er hat einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ja, der wurde wohl mal kurzerhand aufgelöst. So, wir haben hier einen Jugendspieler, den wir umtrainieren konnten. Diesen Serra, den werde ich jetzt auch nochmal hochziehen. Obwohl, das machen wir... Ja, doch, das machen wir jetzt. Den ziehen wir mal hoch. Ebenso wie diesen Bergmann und den Guilherme Fernandes, die kommen alle drei auf die Leihliste noch oben drauf zu den ganzen anderen Abgängen. Und damit haben wir auch schon wieder die Jugendarbeit hervorragend gemacht und spulen jetzt das erste Mal vor. Jetzt werden erstmal zwei Spieler gehen, Müller per Laie und Nianzou zu Lille. Und wir haben das erste Angebot, Masraoui aber einen Spieler, den ich nicht abgeben möchte, auch wenn es gut sein könnte, dass er seinen Stammplatz an Che verloren hat, mit dem ich übrigens nochmal offscreen den Vertrag verlängert hatte, weil der brauchte auch dringend mehr Gehalt. Selbiges gilt auch für einen Jansen, aber der soll uns ja jetzt dann auch verlassen. Ein erstes Angebot kommt, aber das kommt für Oliver Ziegler. Nee, also niemals. Das Team für die Vorbereitung habe ich schnell zusammengestellt. Alle Spieler, die den Verein verlassen sollen, um sich eben zu zeigen. Gibt ja Gerücht, sage ich jetzt mal, dass dadurch dann schneller Angebote kommen. Ich weiß es nicht, aber ganz ehrlich, so wichtig ist die Vorbereitung für uns nicht. Na, Sonny trifft, Ansu Fati trifft, gleich doppelt gegen uns. Champions League-Sieger dieses Jahr, gegen letztes Jahr geht dann Liverpool. Oh, let's go, die ersten Angebote sind da. Bustamante von Real Madrid, Alter. Ey, krass. Der ist auch erst ein Jahr hier und jetzt sind die Königlichen schon dran, aber nee, Bustamante bleibt natürlich. Fernandes, den wollen wir ausleihen, genau. Bei den Laien sage ich euch nur, wenn sich da wirklich was getan hat. Sosa verkaufen wir zu Villarreal und Teixeira findet einen Verein in Frankreich. 100 Millionen, aber es ist so ein krasser Torhüter, ne? Ja, da wäre vielleicht auch noch ein größerer Verein drin gewesen, aber
Ja, bei Marseille, da wird er sich nochmal sehr gut weiterentwickeln. Heute spielen in der Vorbereitung jetzt auch gegen Man United 2-2 immerhin. Oh, und auch für Dorsch gibt es ein Angebot, und zwar von Mainz. Das ist ganz interessant. Den haben wir ja auch erst vor 2 Jahren, genauso wie Sosa, von Augsburg zurückgeholt. Bei Spielertausch würde ich gerne mal reingucken. Außenverteidiger, genau den finde ich nämlich ganz interessant. Alfonso Campos, ich überlege nämlich noch einen Außenverteidiger zu holen. Oder einfach mit Davis da zu planen als Rotation. Ja, aber Campos ist fast schon zu gut. Der ist so gut, der müsste Stammspieler sein. Dementsprechend machen wir das eher nicht. Und dann werden wir hier lieber einfach, ja, Marktwert verlangen. Und dann kann Dorsch bei Mainz nochmal als Stammspieler fungieren. Musiala hat ein Angebot von Barca. Geil, aber auf keinen Fall Musiala, ey. Das war echt, das war ein harter Weg, den überhaupt auf die 86 zu bekommen, weil ich lange nicht genug auf ihn gesetzt habe, weil der Kader auch einfach zu groß war, aber mittlerweile ein unfassbar wichtiger Spieler. Bei Fernandes nehme ich die Leihe an, sage ich auch nur, weil bei Schneider ein Angebot da ist, zu Roma geht es. Sehr, sehr großes Talent, 1978, das ist schon echt richtig, richtig stark. Letztes Gruppenspiel in der Vorbereitung, noch ist kein Spieler verkauft, rein geht es. 3-0 Sieg, Tillmann von der Bank doppelt. Jetzt sind aber die ersten verkauft, Teixeira weg, Sosa weg, also jetzt geht es los. Oh, Angebot von Samuel Lorenz von City, also wir haben vor einem Jahr, wie viel haben wir ausgegeben wir haben vor einem Jahr 225 Millionen für Peter Ziegler ausgegeben und City würde jetzt fast das gleiche für Lorenz zahlen. Einfach nur wild, aber auf gar keinen Fall. Barnes hingegen, der darf gerne in die Heimat gehen, in die USA, und Masraoui wird nicht verkauft. Da Dorsch jetzt mittlerweile verkauft ist, wird es Zeit für den nächsten Neuzugang. Wir können hier Emil Scholz mit eintauschen, der bewiesen hat, dass er richtig knipsen kann. Und das würde ich auch gerne machen, weil, ja, wir kriegen sonst vielleicht nicht alle Spieler los, wenn das jetzt hier nicht gerade ein Mega-Paket ist, weil Emil Scholz ist schon, ja, viel wert. Dann machen wir das, dann kann sich Scholz bei Lille zusammen mit Nianzou noch weiterentwickeln. Rein finanziell gesehen natürlich kein perfekter Deal, aber darum geht es nicht in dieser letzten Saison. Es geht darum, nochmal eine neue Generation aufzubauen und Xabier Lopez soll eben der Nachfolger für Joshua Kimmich eines Tages werden. Und ja, ich glaube, das kann er. Wir werden ihn langsam ranführen in der Saison und dann kann er eines Tages, hypothetisch zumindest, Kimmich ersetzen. Die Rücknummer 14, die erinnert dann auch noch an einen anderen ganz, ganz, ganz großen Spanier, der mal auf der 6 bei den Bayern gespielt hat. Mehr sage ich an der Stelle nicht, aber ich glaube, die Worte waren deutlich. Für Ribeiro kriegen wir jetzt auch noch ein sehr, sehr cooles Angebot, und zwar vom FC Porto. Das passt ja wirklich perfekt, er als Brasilianer und Porto. Für den Marktwert sollen sie ihn bekommen und das zahlen sie auch. Die Mannschaft hat sich fürs Spiel gegen City damit jetzt auch schon ordentlich verändert, ja, gegen Ex-Spieler Ginter, nicht gegen Ex-Spieler Wirtz, weil den haben sie einfach rausgeworfen. Tavares im Tor, richtig cooler Torhüter, Brasilianer, und wir gewinnen tatsächlich durch Jansen und Seidel. Übrigens noch ein Ex-Spieler von uns ist, meine ich, auch Dominic Lyons. Den haben wir aus der Jugendmannschaft hochgezogen und direkt rausgeworfen, weil der bei uns keinen Platz hat. Da hat mittlerweile auch die 82 geknackt. Barca kommt mit 180 Millionen für Zimmermann als Testigen-Nachfolger um die Ecke. Auf keinen Fall. Ah, die Verhandlungen mit Barnes und CF Montreal sind leider gescheitert. Also für den suchen wir nach wie vor einen Abnehmer. Das ist etwas bitter. Aber okay, mittlerweile hat sich hier zumindest der Kader ein wenig geleert. Und jetzt geht's rein ins letzte Spiel der Vorbereitung gegen den LFC erneut. Was wird es? Eine einzelne Niederlage, aber das ist in Ordnung. Oh, let's go. Wir haben das erste Angebot für einen ganz großen Tchouaméni. Für ihn geht es wohl zurück in die Serie A. Auch ihn haben wir ja erst vor 2 Jahren geholt. Also ihr merkt, dass ich mache eigentlich nur die Transferphase von vor 2 Jahren rückgängig so ein bisschen. Aber eben nur wegen dem Fakt, dass jetzt die letzte Saison ist. Wir haben ihn damals von der Roma geholt, jetzt geht es nach Napoli. Also, und Upamecano verkaufen wir nicht. Das war früher mal mein Plan, um dafür Timber zu behalten, aber ihr wollt lieber Upamecano behalten und ich kann es verstehen und deshalb machen wir es so. Auch für den nächsten Jugendspieler haben wir ein Angebot, Lucas Wolf von Betis Sevilla. Auch für Santos gibt es einen Abnehmer, Bielefeld, ja, einen 17-Jährigen mit einer 78. Den kann man sich auch mal für 40 Millionen snacken. Timber hat ein Angebot, Leeds United, oh mein Gott.
auch für ihn geht es dorthin zurück, wo er herkam, in die Premier League. Damals von Leicester zu... Nee, stimmt, er ist zu, von Leicester zu RB gewechselt. 2 Jahre RB, jetzt 2 Jahre München. Und jetzt zurück Premier League, Leeds United. Let's go. Geiler Transfer. Freue ich mich drüber. Ja, es ist halt absolut weinendes Auge, weil Timber ist ein so geiler Spieler. Aber ich weiß, den wird man in FIFA noch häufig genug sehen, weil er ihm eine riesen Karriere bevorsteht. Malik Tillman, den verkaufen wir jetzt auch noch an die Roma. Ja, Tchouaméni ist verkauft und damit heißt es, wir werden transferieren. Ich freue mich wirklich extrem über diesen Transfer, denn wir haben wahrscheinlich das größte deutsche Talent verpflichten können. Von Udinese Calcio holen wir Elias Meyer. Name passt perfekt zu den Bayern. 5-Jahres-Vertrag unterzeichnet, der zentrale Mittelfeldspieler, 80.000 Gehalt. Und er wird die Rückennummer 21 bei uns tragen. Hier sind übrigens 2 weitere Eckspieler, die mir vorgeschlagen wurden. Leimer, Crystal Palace und Karim Adeyemi. 98. Ach du Kacke. Der hat eine 98. WTF, Karim Adeyemi, aber noch nicht den Ballon d'Or gewonnen, vielleicht in dieser letzten Saison. Santos und Wolf sind mittlerweile verkauft, Tian wird nicht verkauft, auf keinen Fall, der Chinese gefällt mir unfassbar gut. Mancini gerne verleihen nach Portugal und Leuenberger scheint nach Spanien zu Levante zu gehen. Carlos Conceição scheint einen etwas anderen Weg einzuschlagen, großartiges Torwarttalent, für ihn könnte es in die Heimat nach Brasilien gehen. Wäre, wie gesagt, ein etwas anderer Weg. Das kann man, glaube ich, schon so behaupten. Der Deal mit Timber ist immer noch nicht durch. Riley könnte uns jetzt verlassen zu, ich glaube, das ist einem argentinischen Verein. Jetzt ist der Deal mit Timber aber durch und zwar auch einige andere. Mancini hat jetzt auch ein Transferangebot. Ja, wenn er sich nicht verleiht, dann würde ich ihn auch verkaufen. Tatsächlich hat Mancini die Leihe abgelehnt. Masraoui, Chelsea, nee. Möhring verlässt uns wahrscheinlich zu, was ist das? Osasuna. Auch er natürlich wieder ein Wahnsinnstalent. 1977 als Torhüter, das ist der Wahnsinn. 20 Millionen. Ab nach Spanien. Der Timber-Transfer macht den Weg frei für einen 2. deutschen Innenverteidiger, den wir holen wollen. Jens Albrecht. Rotationsspieler, genau das soll er sein. Aber auch ein Mann für die Zukunft. 23 Jahre jung. Er kommt aus Spanien. Ja, und wie gesagt, damit haben wir noch einen deutschen Innenverteidiger. Ist ja auch immer wieder wichtig für die Bayern, viele Nationalspieler zu haben. Und mit ihm verpflichten wir also einen weiteren. Es waren sehr, sehr zähe Verhandlungen. Am Ende zahlen wir 40 Millionen für den 23. Ich bin aber sehr froh, ihn jetzt geholt zu haben, denn er komplettiert unsere Innenverteidigung wirklich perfekt. Bei Schwarz ist mir jetzt übrigens auch eine Sache aufgefallen. Wir müssen bei ihm dringend am Weakfoot arbeiten. Der hat nämlich einen einzigen Stern Weakfoot. Und damit sind wir jetzt auch schon im August angekommen. Es sind noch Hochkaräter da. Mancini hat sich jetzt tatsächlich verkauft. Seidel, 50 Millionen, West Ham, schnappt sich ein Megatalent von uns. Ja, und das größte Talent, das ist noch da mit Marlon Jansen. Gucken wir kurz auf unsere aktuelle Jugendarbeit. Sieht super aus und die ersten Scouting-Berichte. Ein Talent gibt's immerhin, Henrik Simon, den nehmen wir jetzt mal mit aus Österreich und den USA, aber nichts dabei. Möhring ist verkauft, ein anderer Teuter, ganz lustig, Leo Masse, das ist der von Augsburg, der unfassbar gegen uns gehalten hat. Der könnte jetzt leider die Bundesliga verlassen. Und jetzt ist das Angebot für Jansen da, aber es ist nur Monaco. Und das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Wir haben nicht mehr. Ja, wir haben nur noch ihn auf der Transferliste. Ich habe ihn jetzt gerade aus Versehen gelöscht, aber der kommt da gleich wieder raus. Rauf. Da nur noch er drauf ist, lasse ich mir da Zeit. Ah, ne, sind schon noch ein paar. Ich bin hier auf Laie rübergekommen. Okay, es sind noch ein paar, aber ich lasse mir da Zeit. Monaco ist mir einfach zu klein. Klar, die haben die Euroleague gewonnen, aber nee, ich will da was ganz Großes. Cameron kriegt jetzt vielleicht auch noch einen Abnehmer von dem Verein, wo wir Albrecht geholt haben. Und zwar Alvarez ist es, glaube ich. Alavés, so heißt es. Oh, an Wallen ist jemand interessiert. Das ist der Ibra Region. Den finde ich auch sehr, sehr cool. Der spielt bei Valencia. Da könnt ihr ja zur Juve gehen. Das wäre cool. Cameron ist verkauft. Masse könnte in der Bundesliga bleiben. Ich glaube, Bielefeld ist aufgestiegen. Und wir haben Angebot für Peter Ziegler, 300 Millionen von Inter. Nee, und das zweite für Jansen, aber ja, sorry, also Birthmouth ist es jetzt auch nicht. Habe ich gerade aus Versehen Bustamante verkauft? Habe ich gerade irgendwo aus Versehen Bustamante verkauft? Jungs, wo ist Bustamante hin? Wo ist unser Mittelfeldspieler hin? Hallo? Unai, wo bist du? Bei uns? Hä, bin ich gerade blind? Digga, ich habe gerade richtig den Schock bekommen und dachte, ich habe ihn verkauft. Ach, er steht in der Startelf. Oh mein Gott, wie lost.
Egal. Gut, ich dachte, bei den ganzen Geschäften hätte das jetzt gut mal eben passieren können. Ja, Supercup steht an. UEFA Supercup gegen Dortmund. Keiner hat Spielpraxis, weil keiner in der Vorbereitung gespielt hat, außer Jansen. Der soll sich nach wie vor empfehlen. Wir gehen hier rein in die Schnellsimulation. Gegen Monaco will ich selbst spielen. Wir gewinnen das Ding im Elfmeterschießen. Eine 0-0. Super Ding. Super Ding. Mann, Jungs. Ich brauche bessere Angebote für den Mann. Ich brauche bessere Angebote. Villarreal. Nee, sorry. Ich will hier Liverpool, City. Keine Ahnung was. Aber irgendwas Größeres. Noch ein Angebot jetzt von Liverpool, aber für De Ligt. Das ist es nicht. Wir springen jetzt aber rein in den UEFA Supercup gegen die AS Monaco. Peter Ziegler da hinten in der Choreo. Es ist das Spiel Champions League-Sieger gegen den Euroleague-Sieger. Das Ganze in Rom, glaube ich. Stadio Olympic habe ich da gelesen. Für einen Spieler ist es heute ein ganz, ganz besonderes Spiel. Nicht nur, weil es um diesen Pott hier geht, sondern auch, weil er gegen seinen Ex-Verein spielt. Zimmermann bei uns im Kasten. Tian, dann Jena, Schwarz, Albrecht und Robinson. Kimmich, Meier daneben. Ziegler, Gasch, Peter Ziegler und vorne Marlon Jansen. Vielleicht sein letztes Spiel für die Bayern. Ich bin gespannt. Oh, dieses Design, der sieht so gut aus. Allein wie cool die Trikots aussehen. Wäre so cool, wenn die auch im Spiel so aussehen würden. Ja, tun sie leider nicht. Aber ja, solange es im Design schon cool aussieht, reicht mir das. Ja, und damit gucken wir auf Monaco. Wirklich eine sehr interessante Mannschaft. Ich habe es mir gerade nochmal angeguckt. Ein paar sehr interessante Spieler. Auch noch viel aus der Realität am Start. Breel Embolo, lustigerweise hierhin gewechselt, wie in der Realität. Ramsdale im Tor, davor Bonner, realer Spieler. Sosa, sehr cooler Spieler, 23 oder so hier. Cardoso, großes Talent über den rechten Flügel. Embolo dann, wie gesagt, als MS und vorne haben sie Lopez. Also, ja, auf jeden Fall mehr echte Spieler als bei uns in der Startelf. Und damit gehen wir rein in den Supercup. Hier ist er das erste Mal am Ball, ey. Ich freue mich so sehr, ne? Ich freue mich wirklich. Ich werde diese letzte Saison so krass genießen. Weil, ja, das ist halt das Traurige, wenn eine Karriere irgendwann zu Ende geht. Diese Spieler sind halt was Einmaliges. Aber das ist halt genau der Grund, warum ich das auf YouTube mache. Ganz ehrlich, ich sag, wie es ist. Um einfach diese Erinnerung, ja, einfach festgehalten zu haben. Und ich werde hier in 2, vielleicht 3 Jahren wieder reinschauen und dann sehen, was für Legenden hier herumlaufen. Das ist einfach nur geil. Und wenn wir ansatzweise, ich sag's immer wieder, so eine coole Karriere in FIFA 23 mit dem BVB oder vielleicht auch einer anderen Mannschaft hinbekommen, dann wäre das einfach schon echt genial. Boah, die erste Riesenchance. Nicht das 1-0. Ich werde hier, glaube ich, nur so ziemlich die Tore oder die ganz, ganz großen Chancen reinschneiden. Das war die erste ganz, ganz große durch, war es Lopez? Ich glaube, es war Lopez. Der Stürmer von Monaco war aber knapp abseits. Gasch durchgesteckt. Jansen, die direkte Antwort auf den Abseits-Gegentreffer. Let's go, Jansen. Trifft nochmal für die Bayern. Ja, in der Vorbereitung auch wirklich ordentlich dabei gewesen. Anfragen sind da noch nicht das Passende für den Spieler. Aber das wird, da bin ich mir ziemlich sicher, noch kommen. Weil, ja, bei den Qualitäten, die der hat, das ist einfach, ja. Das wäre zu schade, den hier auf der Bank verrotten zu lassen. Und ich will ihn an den Top-Club verkaufen. Und ja, dann werden wir uns vielleicht im Champions-League-Finale oder so nochmal wiedersehen. Die Antwort, die Antwort! Jawohl, der ist drin. Diesmal ist es, glaube ich, Lopez, ne? Ne, Jordan, das ist der Kapitän. Ja. Gepennt, die neue Innenverteidigung. Albrecht zu weit weg. Dann blockt er den noch gut, aber er landet direkt wieder vom Kapitän der AS Monaco. Naja, das erste Mal, dass er einen geilen Pass spielen kann. Robinson. Oh, Ziegler. Ja, den schneide ich mal rein, weil die erste Toni-Kroos-Aktion von Meier. Okay. Das ist ein Geschenk, denn das ist rot. Das muss ja rot sein. Kaum. Ja, gut. Ja. Lassen wir es mal dabei bestehen. Also, es gibt zu häufig eine rote Karte, die nicht rot ist. Deshalb bin ich da jetzt nicht so streng mit dem Schiri. Aber das ist eigentlich rot, weil er ist letzter Mann. Klar, es ist noch weit weg vom Tor. Aber Jordan wird im Sprintduell gegen Jansen gar nichts machen. Kurz vor der Pause Monaco somit. Also ein bisschen im Glück. Jetzt haben sie vielleicht aber nochmal Pech, weil wir machen es eiskalt. Junge. Meier, Jansen und Ziegler. Schön. Schönes Ding. Ja, natürlich, ihr sagt jetzt, wie kann man denn jetzt so einen Jansen verkaufen? Ja, warum verkauft man ihn? Weil Lorenz die Nummer 1 ist im Sturm und Lorenz wird die Nummer 1 bleiben. Lorenz
ist die größere Legende, Lorenz ist der bessere Spieler. Und da ist einfach zu wenig Platz für einen ja, so guten Jansen. Und genau weil er so gut ist, möchte ich ihn ja nochmal abgeben. Boah, die kommen direkt nochmal zurück, Alter. Das war echt scheiße verteidigt. Weil da sind wir überhaupt in gar keinen Zweikampf reingegangen, hat außen angefangen, Albrecht da unnötig rausgerückt. Dann haben sie Überzahl im Zentrum, 2-2, damit geht's in die Pause. Jan, Oliver Ziegler, Ramsdale. Monaco hatte schon zwei große Chancen hier im Durchgang 2, jetzt unsere erste. Da ist Julian Schwarz auf dem Weg zur Flanke, das wäre jetzt die Story schlechthin. Wenn der jetzt hier heute gegen sein Ex-Team treffen würde. 80. Minute für Wechsel, doppelt. Jansen und Gasch, die beiden Besten aus der ersten Halbzeit, die jetzt im Durchgang 2 leider nicht mehr so aktiv und nicht mehr so stark waren. Gehen runter, Lorenz und Fernandes kommen rein. Und da ist jetzt vielleicht auch gleich Fernandes, der legt ihn ausgerechnet rüber zu Lorenz. Und ja, das ist unfair. Also wenn der Typ da auch nur einen Quadratmeter Platz bekommt, ist das ja schon unfair. Aber dann gleich 5. Dann wird's halt richtig mies. Dann kann er halt schießen, wie er will. Und dann kloppt er das Ding da auch mal unhaltbar rein. Fernandes und Lorenz gleich hier am Tor beteiligt. Oliver Ziegler auf Peter Ziegler, der mit dem Heber. Fernandes kann ihn rüberlegen. Und dann Lorenz volle Kanne rein. Unfassbare Schusstechnik. Als Joker, wie auch in der Startelf, einfach unverzichtbar. Damit ist das Debüt für Meier auch beendet. Xabir Lopez kommt rein. Ich werde ihn nur Xabir nennen, weil, ja, Xabi Alonso. Ja, ihr wisst es. Nochmal ein gefährlicher Ball, volles Risiko. War aber auch abseits und damit gehen jetzt hier die letzten Minuten zu Ende und wir starten mit 2 Spielen, 2 Siegen und 2 Titeln in die Saison. Geht auch schlechter, kann man sagen, geht auch wirklich schlechter. Jetzt kann der Schiri dann auch abpfeifen, Ramsdale hat den Ball und das war's. Der nächste Supercup, der an die Bayern geht. Für einige Spieler hier ist es der erste große Titel, wenn man so will. Auch wenn es kein ganz großer Titel ist, aber man nimmt ihn auf jeden Fall gerne mit. Kimmich, der hat davon schon ein paar gewonnen. Und auch diesen hier nimmt er heute sehr, sehr gerne mit. Die Bundesliga, sie geht wieder los und wir starten gleich ja, mit einer coolen Partie. Ortega im Tor. Und dann Dama in der Innenverteidigung. Der ist 18 und hat eine 80er Gesamtbewertung. Und mit der Nummer 22 am Start. Santos vorne im Tor. Villalba. Nicht verwechseln mit Peter Ziegler. Die sehen sich sehr ähnlich. Ja, jetzt hat es sich schon gelohnt, dass wir die Leihspieler verkauft haben. Denn wir spielen gleich im ersten Spiel gegen einen. Ja, bei uns 4 Rotation. Wir gucken gleich mal auf die Gesamtaufstellung. Da sehen wir Jansen im Sturm, der wollte spielen. Zimmermann im Tor, Masraoui, Upamecano, Albrecht, Davis, Kimmich, Bustamante, Gasch über rechts, links, Fernandes, Musiala auf der 10 und Jansen vorne drin. Für den gibt es ein weiteres Angebot von Tottenham. Die sind stark, aber ich will noch abwarten. Vielleicht kommt ja noch was Besseres und das ist dieser Dama. Unfassbar. 18 und eine 80. Der junge Mann kommt aus dem Senegal, also es ist der Region von Koulibaly. Ja, Wahnsinnstalent und damit hat hier, ja, Bielefeld einen ganz guten Misch aus tollen Talenten, Santos, Dama und auch erfahrenen Spielern. Ein Hack spielt hier mittlerweile immer noch, ja, und deshalb könnte vielleicht was werden mit dem Klassenerhalt. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, vor allem für Santos und für Dama, wie ich finde. Ansonsten, Masse ist hier leider nicht hingewechselt, das hatten wir ja, glaube ich, gesehen, dass die an ihm Interesse hatten. Der ist am Ende jetzt zu Genua nach Italien gegangen. Siala, Bustamante, prüft Ortega. Mittlerweile ja bei Manchester City. Würde mich auch in der Realität wirklich nicht wundern, wenn der vielleicht, ja, irgendwann auch mal Ederson aus dem Tor verdrängt, weil ich sag wie es ist, ich bin kein großer Ederson-Fan in der Realität. Mal gucken, was da noch kommt. Kimmich jetzt hier nach der Ecke. Da ist leider keiner in der Mitte. Ja, eingeblendet. Santos, vertrautes Gesicht. Der 17-jährige Brasilianer. Linksfuß kommt über die linke Seite hier bei Bielefeld. Ist natürlich ein Wahnsinnstalent, was die Bayern sich da durch die Finger gehen lassen. Ich freue mich aber, dass wir jetzt heute auch gleich gegen ihn spielen. Okay, Gasch kommt da irgendwie durch. Keine Ahnung wie. Die Bayern führen Fernandes. Let's go. Zweite Vorlage für Gasch. Auch sehr nice. Auch sehr, sehr nice. Nach einer Ecke kurz ausgeführt. Hier kommt er schon glücklich durch. Dann hier kommt er glücklich durch. Ja, und dann steht Fernandes da und haut das Ding rein zur Führung.
Für die Bayern erstes Saisontor. Also ich glaube wieder durch den Portugiesen. War es im letzten Jahr nicht auch so? Damals gegen Greuther Fürth. Oh, jetzt mal der Ball. Das erstmal nach vorne. Ja, wird unsere Innenverteidigung, neu formierte Innenverteidigung. Zum ersten Mal in dieser Kombination Albrecht und Upamecano vor eine Aufgabe gestellt. Hier Upamecano rettet Zimmermann. Weiß nicht, ob der da rangekommen wäre. Fehler Bustamante. Da ist Santos. Santos nochmal quer. Davis Fuß vor und weg damit. Santos jetzt mit dem Foul gegen Kimmich oder nee, gegen Musiala war es. Gibt hier den ersten Eintrag. Gelbe Karte beim Debüt gegen den Ex-Verein. Santos gegen Masraoui, Junge. Also das ist echt ein Baller. Das ist absolut ein Baller. 60. Minute, wir wechseln, wie schon im Supercup. Gasch und Jansen gehen runter. Xavier kommt herein und auch Lorenz jetzt in der Partie. Bustamante muss rechter Flügel spielen. Bisschen verkappt, wird nach innen ziehen. Und Lorenz geht natürlich nach vorne. Da ist Bustamante gleich mal in neuer Position und findet gleich Lorenz. Riesenchance, vereitelt durch Ortega. Oh, der war nicht drin. Was ein Distanzkracher. Kein Tor. Hilfe, kriegen wir da die Goal-Line-Technology? Was war das denn? Nee, die gibt es leider nicht, aber von mir selbst gibt es die jetzt nochmal. Digga, was war das für ein Schuss? Wer war das? Das war... Ist das Hack? Nee, das ist hier Dings. Longstaff. Longstaff ist es, Junge. Was war das denn für ein Schuss? Guckt euch das an und jetzt hier, bam, Latte und angeblich nicht drin. Alter, ist das bitter, aber ja, wahrscheinlich ist er nicht mit vollem Umfang über die Linie. Letzter Wechsel jetzt danach, Kimmich geht runter, De Ligt kommt rein, stellen jetzt ganz wild um, Dreierkette hinten und vorne, ja, wird es einfach wild. Laufen die letzten Minuten in einer schwierigen, ja, Auftaktspartie für die Bayern gegen den Aufsteiger. Klar, die Null, die steht am Ende. Das ist, ja, immer etwas, worüber ich mich sehr freue und was letzte Saison auch echt sehr, sehr gut bei uns war. Wir haben, glaube ich, 14 oder, ja, ich glaube so 14 Spiele ohne Gegentor in der Liga bestritten. Heute starten wir gleich mit dem ersten Gewinnen. 1-0 beim Aufsteiger auswärts. Schwere Partie, die Mannschaft ist aber auch noch nicht ganz eingespielt, das kommt dazu. Aber ich bin erstmal zufrieden. Boah, der Club ist aufgestiegen, geil. Ich wollte jetzt gerade mal hier schon mal Santos und Dama auf die Liste packen. Unfassbarer Spieler. Ja, ich werde sowieso alle Ex-Jugendspieler, die wir verkauft haben, nochmal auf die Beobachtungsliste packen, damit wir die weiter verfolgen können über die letzte Saison. Vor allem war es aber eine sehr, sehr chancenarme Partie. Wir werden jetzt mal delegieren bei Jansen, um Zeit zu gewinnen. Ja, ohne dass die Verhandlungen scheitern, weil im Notfall verkaufe ich ihn zu Tottenham, aber nur im Notfall eigentlich. Also eigentlich echt gerne nur im Notfall, weil... Ja, noch eine Stufe höher wäre schon schön. De Ligt kriegt ein Angebot währenddessen von Leipzig. Und wir simulieren jetzt als nächstes mit einer ganz, ganz stark rotierten Mannschaft mit De Ligt als Kapitän gegen Wolfsburg. Ja, eine Mannschaft, die durchaus was kann. Es ist auch nur ein 1-1. Jansen trifft allerdings. Das könnte natürlich gut sein für Angebote. So, wir haben jetzt eine Übereinkunft, 140 Millionen. Wir haben jetzt noch 5-6 Tage Zeit. Aber dann ist auch Deadline Day, also das passt perfekt, bis dahin muss was kommen. Ja, und bisher kommt nur was für De Ligt, also hier werde ich jetzt erstmal blocken, damit da nichts mehr kommt. Ja, wir brauchen jetzt eine Entscheidung, es kommt nichts Besseres, wir werden, denke ich, Tottenham machen. Auch wenn es nicht perfekt ist, aber es ist immer ein Top-6-Club aus der Premier League. Ich will mir zumindest jetzt einmal den Kader angucken. Also wenn das eine komplette Scheißmannschaft ist, dann lassen wir es. Okay, folgender Call, die Mannschaft ist geil, die Mannschaft ist auf jeden Fall nice. Wenn die in der Champions League spielen, dann machen wir es. Wenn sie Champions League spielen, dann werde ich ihn dahin transferieren. Wenn nicht, hoffe ich, dass am Turn to Deadline Day noch was anderes kommt. Aber wenn sie jetzt CL spielen, dann machen wir das. Dann lassen wir ihn dahin gehen. Arsenal, Chelsea. Ja, City. Ich sehe hier kein Tottenham, um ehrlich zu sein. Chelsea, Arsenal und Newcastle. Hilfe, wir sind mit Newcastle in einer Gruppe. Ja, die sind nicht dabei. Wir hoffen. Also lehnen wir das Ganze hier von Tottenham ab. Ich habe zwischengespeichert. Im Notfall würden wir ihn noch loswerden. Aber ich hoffe jetzt, dass am Transfer Deadline Day noch einfach irgendwas Besseres kommt. RB Leipzig, nee. Obwohl,
Oh, er könnte ein Sturmduo mit Mokoko bilden und dann hätten wir auf jeden Fall ein Duell gegen ihn. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das. Das ist eigentlich die perfekte Story. Das ist ja eigentlich perfekt, weil dann spielt er wirklich gegen uns. Ja, wir nehmen es an. RB, let's go. Und da wird er vorgestellt. Marlon Jansen bei RB Leipzig. Oh, ein bisschen wehtun tut er schon. Aber ja, die Story ist halt geil. Weil jetzt wird er auf jeden Fall zweimal mindestens gegen uns spielen. Und in einem Sturmduo mit Youssoufa Moukoko, also geht auch schlechter. So, der Mann hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ja, Trikot aus der Hose. Ansonsten vielleicht Trikotpassform auch mal wieder normal machen. Der Mann ist sonst ein bisschen auf Shaqiri unterwegs. Ja, und der kriegt auch neue Schuhe bei RB. Ja, ich freue mich sehr aufs Wiedersehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Es ist natürlich ein kontroverser Wechsel, aber ich finde es auch irgendwie geil. Ganz nebenbei damit übrigens auch Top-Transfer. Also das ist wirklich heftig. Und jetzt werden wir nämlich auch nochmal zuschlagen können. Zum einen werden wir Zako Barisic holen. Ein sehr, sehr großes Sturmtalent aus Kroatien. Ja, ich glaube seitdem er 16 ist, haben wir den hier in der Karriere auf dem Zettel. Und jetzt wird es, ja, Zeit, er wird kommen zu den Bayern, aber er wird nicht der letzte Deal bleiben. Wir haben unseren Jansen-Nachfolger gefunden, die Nummer 9 kriegt der 19-Jährige. Das zeigt schon, dass wir viel von dem halten. 10 Millionen kostet er uns und unterschreibt natürlich einen 5-Jahres-Vertrag. Einen Königstransfer wird es jetzt aber noch geben, und zwar ist es wieder ein Spieler vom LOSC Lille, wie schon Shabir, den wir ja da ja geholt haben. Also viel Interaktion hier zwischen den beiden Teams. Nianzou dorthin gegangen, hier Scholz ist dahin gegangen und jetzt wird Kylian Kolar zu uns kommen, der Belgier. Ja, es ist vielleicht nicht der Transfer, der jetzt noch zu 100% nötig gewesen wäre, aber ich habe Bock auf den Typ. Ich habe Bock auf den, so ein Spieler, der überall vorne spielen kann. Genau sowas möchte ich noch im Team haben und das haben wir jetzt. Und ebenso haben wir damit jetzt die Nummer 7 auch wieder vergeben. Ich freue mich auf den Belgier. Kylian Kolar, 5-Jahres-Vertrag, 100 Millionen kostet er den Bayern. Da wurde das Jansen-Geld aber immer ganz schnell wieder reinvestiert. 120.000 für 5 Jahre pro Woche. Das ist schon echt ordentlich. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Aber auch der Belgier blieb nicht der letzte Transfer. Ich habe mich hinreißen lassen. Ich habe lange überlegt, mache ich noch einen Deal, und ich mache noch einen. Und zwar, es kommt noch ein Linksverteidiger. Marco van Leeuwen. Den haben wir ewig auch schon beobachtet. Und das finde ich halt einfach extrem geil. Spieler, die wir lange schon auf der Liste haben, jetzt nochmal geholt zu haben. Der ist mit dem VfL Bochum in der letzten Saison sang- und klanglos abgestiegen. Das kann man schon so sagen. Ist dann noch ein richtig guter Linksverteidiger. Und das Gute ist, er kann auch IV spielen. Und deshalb habe ich ihn geholt. Er bekommt die Rücknummer 22. Und ja, Holländer passt super rein. Also ich bin wirklich mehr als nur zufrieden mit dem Kader. Ich bin wirklich absolut happy. Er ist groß, keine Frage. Er ist größer, als wir es sonst gewohnt sind aus den letzten Saisons. Aber ich finde es geil. Ich finde es wirklich geil, weil wir haben so viele tolle Spieler jetzt nochmal dazu bekommen. Es war die letzte Chance, sie zu holen. Und die haben wir jetzt genutzt. Ja, 3 Spieler sind jetzt noch übrig aus den Spielern, die ich loswerden wollte. Mit Barnes, Schneider und Duval. Aber ja, die werden wir jetzt entweder noch los in den letzten Stunden oder halt Kaderleiche. Auf die Top-Transfers und Co. werden wir in der nächsten Folge erst blicken, weil ich glaube, diese Folge ist so extrem lang. Ich nehme jetzt 2 Stunden auf, aber es werden lange Folgen werden, das ist mir schon klar, weil sonst schaffen wir das einfach nicht mehr. Ich möchte nur nochmal auf alle, ja, hier, auf das wollte ich zeigen. Wir haben 350 Millionen ausgegeben für Neuzugänge. Ich glaube, damit haben wir aber weniger ausgegeben als im letzten Jahr tatsächlich und 780 Millionen eingenommen. Unfassbar. Wir sind auch beim Top-Transfer dabei mit Jansen. Pino wechselt zu Tottenham anstelle von Jansen. Gegen den hätten wir sonst in der Champions League gespielt. Bisschen schade. Und Gavi von Barca zu West Ham. Sehr, sehr wild. Damit haben wir ein Konto von 1,2 Milliarden und wollen jetzt noch 2 Spiele simulieren. Die Neuzugänge vom Transfer Deadline Day, die sitzen erstmal auf der Bank gegen den SC Freiburg. Gasch mittlerweile übrigens auf der 80, auch sehr, sehr cool. So, Heimsimulation, Schnellsimulation, meistens eine schwere Nummer, aber wir gewinnen trotzdem. 3:2 Musiala und Doppelpack Lorenz. Albrecht wurde eingewechselt, aber noch keiner der 9. Barnes habe ich jetzt noch verkauft bekommen, der wird jetzt im Winter
Richtung, keine Ahnung wohin verlassen, zu, na, was steht's denn, mit Defensa, keine Ahnung, irgendwas Amerikanisches. Letzte Simulation, letzte Aktion für dieses Video gegen die starke Hertha auswärts im Olympiastadion, 3-2-1 Sieg und damit können wir diese sehr lange erste Folge der neuen Saison beenden. Wir starten dann genau in der nächsten Folge hier rein und zwar in die UEFA Champions League. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da, lasst ein Abo da, um die letzten paar Folgen dieser legendären Karriere nicht zu verpassen. Ich freue mich wirklich noch drauf. Ich versuche noch viele Spiele auch selbst zu spielen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ja, bis dann, macht es gut und ciao.